So, ich bin jetzt hier wieder im Wald unterwegs und da lege ich die Grenze frei hier an den Flöcken, was da so im Bewuchs ist. Den habe ich eben aufgesägt vor 4 Minuten. Und wir sehen, was hier für ein Saftsturm schon ist. Hier, das tropft richtig. Ja, das ist richtig. Das tropft raus. Hier genauso. Es gibt richtig Tropfenbildung, wie ein tropfender Wasserhahn. So ein Saftsturm ist da jetzt in dem Holz, weil es ja nun schon wärmer wird und der Frühling anfängt. Wir sehen, dass wie das hier runterläuft und hier oben, wie es aus den Poren raustritt, und zwar flächig, nicht nur am Rand, sondern überall. Flächig im Saftsturm und hier, wie das daraus tropft. Finde ich so ganz eindrucksvoll. Da kann man mal abschätzen, dass hier nicht nur eine Tropfen läuft, hier hinten läuft noch was. So, das ist ganz frisches Wasser. Direkt aus dem Baum, und zwar von den Wurzeln nach oben. Der Saftstrom bleibt erstmal, obwohl der Baum ja jetzt hier abgesägt ist. Und es tropft und tropft und tropft. Das heißt eben, der Baum steht schon im Saft. Das ist das, was wir hier sehen. Da soll man natürlich normalen Baum nicht ansägen, um zu sehen, ob er im Saft steht. Aber dieser stand nun mal genau hier auf der Grenze. Und wenn die Grenze mit der Zeit zuwächst, dann ist das nicht gut, weil man sie dann irgendwann nicht mehr findet. Deswegen habe ich die jetzt abgebrochen, also gesägt, und die sterben jetzt ab, um dann den weiteren Grenzverlauf hier besser sehen zu können, auch in den kommenden Jahren. Aber eben interessant, hier der frische Saftsturm. Eben gesägt und schon dieser starke, also was ist schon, das lässt natürlich nach, hier das frische Wasser, was jetzt hier auf die Finger fällt, das ist ganz klares Wasser, direkt aus dem Erdreich gezogen. Weil ich die Leitungsbahn eben unterbrochen habe, ist wie so eine offene Wunde. Bloß, dass hier kein Blut ist, sondern Wasser. Aber richtig starkes Tropfen. Eindrucksvoll, finde ich. Und dann eben hier so auf der Grenze lang alles freiliegen. Wir sehen da hinten die Markierungen, den weißen Flock in der Mitte. Da muss eben alles freiliegen. So, hier stehen wir wieder genau auf dem Grenzverlauf. Wir sehen da im Hintergrund die weißen Flöcke. Das sind die alten Grenzsteine. Und was wir hier auch sehen auf der rechten Seite, ist das Waldbild völlig anders. Nämlich mit einer starken Naturverjüngung im Alter von 25, 30 Jahren als links. Warum ist das so? Hier links, das ist Stadtwald, wo wir jetzt reingucken. Und da ist seit der Wende praktisch wenig passiert. Also seit jetzt über 30 Jahren. Hier sehen wir jetzt noch wieder die Grenze auf der anderen Seite. Hier diese Holzflecke. Das war ein ehemaliger Wildschutzzaun. Den haben wir hier 1991 oder 92 gesetzt. In Handarbeit. Die Flöcke stehen immer noch. Der Zaun ist abgebaut. Hier gibt es viel Dammwild. Der Zaun ist so vor 5 Jahren etwa abgenommen. Aber wir sehen, hier hat gebracht, hier links, die starke Verjüngung. Also ein richtiges Waldbild. Hier ist ein kleiner Weg durch gewesen, geschickt. Das sehen wir, der ist jetzt auch nur bedingt bewachsen. Aber sonst haben wir hier also einen Wald mit viel altersangemessen jungen Bäumen, die also hier den Zukunftswald bilden. Jetzt gucken wir auf der anderen Seite wieder genau auf die Grenze. Das ist wieder hier. Rechts war gegattert, links nicht. Und Sie sehen halt, hier links kommt auch nichts hoch. Und ist auch der
Überstand der alten Eichen hier und Eschen dazwischen zum Teil dichter. Aber es liegt im Wesentlichen auch an dem Verbiss, der eben hier auf der rechten Seite, wir sehen die alten Flöcke von Gatter hier rechts, über fast 30 Jahre ausgeklammert war oder 25 Jahre, wie so ein Wildschutzzaun halt hält, konnte das Wild nicht rein. Unser Wald wächst. Auf der anderen Seite werden dann irgendwann die alten Bäume entnommen oder sterben. Und dann ist das Ganze zeitverzögert vielleicht auch irgendwann mit Jungfuchs. Wir sehen, da hinten ist noch eine Menge Buche. Aber eben deutlich verzögert, weil der Druck durch Verbiss wesentlich höher ist als nach dem Gatter hier auf der rechten Seite. Also das ist die Wirkung eines Gatters, hier sehr schön zu sehen. Wie auf einer Schnur lang sehen wir das hier rechts den Bewuchs und links viel weiter zurück und lückiger. So, und dann sehen wir gleich hier in dem abgestorbenen Baum. Bis oben hin ist der hohl. Also wir sehen ja, wie das nicht nur die Rinde aufgerissen ist, sondern oben überall Löcher. Hier unten können wir mal ohne Klettern rankommen, ganz frisch. Hat der Specht da schon reingehämmert. Wir sehen da die Späne. Und hier hat er ein bisschen abgeschlagen und da hat er es auch versucht. Also das ist eben das, was man ja erkannt hat, was im Wald wichtig ist. So im Stammfuß können zum Beispiel Bienen sitzen, Wildbienen. Und oben Stamm natürlich auch Bruthöhlen, Bälche können da rein, Fledermäuse, Singvögel, wenn es denn Höhlenbrüter sind. Also sehr vielfältig und deswegen ist das Totholz im Wald wichtig. Auch wenn der Stein an sich ja hier schon auffällig ist, es gibt Steine, die sitzen von der Höhe eher unter der Erde, ist doch dieser Flock eine gute Hilfe zum Wiederauffinden, wenn hier mal Laub drauf fällt oder ein dicker Ast, ein Baum, dann sieht man das kaum. Aber hier sieht man eben jetzt da hinten diesen roten Punkt auf dem Flock. Also kann man den Grenzverlauf leicht markieren und dauerhaft sichtbar machen. Denn dieser Kunststoff verrottet ja auch nicht. Recycling-Kunststoff, der sitzt da in 20 Jahren noch. Also die Metallpfähle hier, die sitzen eben schon seit 30 Jahren. Ja, vor dieser eindrucksvollen Buche habe ich immer besondere Ehrfurcht. Die hat eine besondere Bedeutung für mich. Nicht nur, weil sie so mystisch groß und majestätisch ist und auch die Trockenschäden bisher überstanden hat, sondern auch, weil hier eine Inschrift ist, die mit Sicherheit mein Großvater angelegt hat. Hier hat er seine Initialen reingeritzt. Und zwar, weil hier ein Grenzpunkt ist, eine Grenze des Waldes. Mein Großvater muss das ja vermutlich vor dem Beginn des Krieges da markiert haben. Da war er über 20 Jahre jünger als ich heute und ist auch Jahrzehnte vor meiner Geburt gestorben, im Lazarett in Tschechien. Und trotzdem finde ich hier mitten im Wald eine Botschaft, eine Grenzmarkierung. Wir sehen hier diese Ritzzeichen, wo er also eine Grenze hier markieren wollte und das auch getan hat. Und sicher nicht daran gedacht, dass das mal Menschen sehen, die er nicht kennenlernen wird, die aber sein Werk irgendwo weiterführen können. So, und warum stehen hier so große auffällige Steine? Warum ist das so auffällig markiert? Da sehen wir den nächsten Stein. Und hinten weiter bei dem Flock ist der nächste. Das war hier die Landesgrenze Preußen-Braunschweig. Ja, wie lange das alles her ist mit dem Frage Preußen-Braunschweig, sehen wir, hier ist wieder der Grenzgraben, wie alt diese Bäume schon sind.
waren ja bei Anlage des Grabens noch nicht da. Wir sehen hier auch den Stein, der hier eingewachsen ist. Der Grenzstein. Auch dieser Baum ist ja weit über 150 Jahre alt, diese Eiche. Und der Stein unten eingepackt. Ja, also Braunschweig. Also hier, wo wir stehen, war Preußen. Oberhalb war Braunschweig. Dahinter Braunschweig war der erste Landesteil im heutigen Deutschland, wo die Leibeigenschaft abgeschafft wurde. Wenn ich es richtig weiß, war das 1433. Das war Jahrhunderte vor den anderen Landesteilen, dass die Braunschweiger die Leibeigenschaft abgeschafft haben. Also was heißt die Braunschweiger? Das war natürlich der Herzog. Hier wieder die Kirchengrenzen. Hier der Weg, der reingeht. Der Baumbewuchs, der im Wald vorgelagert ist, der nicht mehr dazu gehört. Aber was hier interessant ist, ist dieser alte Zaun, der nun hier langsam wirklich verwittert. Pfosten für Pfosten umkippt, der wird noch so ein bisschen durch den Maschendraht zusammengehalten. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso ist hier mitten im Wald oder hier an der Feldgrenze solch ein Betonpfahl versehener Zaun, der natürlich mal, als er neu war, in einem besseren Zustand war als jetzt. Das war hier die 5 Kilometer Sperrzone. Also ungefähr 5 Kilometer vor der Grenze, vor der eigentlichen gesicherten Staatsgrenze, war dieser Zaun. So, was wir an der Form dieser Betonpfeile auch sehen, oben ist das ja nach innen abgewinkelt, also zum Landesinneren. Da waren 3 Reihen Stacheldraht, man sieht da die Löcher, sogar 4 Reihen. Hier ein Stacheldraht nach innen abgewinkelt. Also wer glaubt, er hätte den Maschendrahtzaun überwinden können, das ist sicher möglich. Muss auch noch gegen einen nach innen gerichteten Stacheldraht ankommen. Also deutlich zu sehen, dieser, wie es dann politisch hieß, in den 50er Jahren oder 60er Jahren, antifaschistische Knüppeldamm, war natürlich, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, weiß ja jeder, nach innen gerichtet gegen die eigene Bevölkerung und nicht gegen eine Invasion vom Klassenfeind, um die zeitgenössischen Begriffe mal zu verwenden. Also klar, eine Fluchtverhinderung, damit eben aus dem Waldgebiet nicht plötzlich jemand in das Grenzhinterland so leicht reinkommt. Deswegen schon großflächig abgeriegelt mit solch einem Einfrierzaun, aber eben auch schon mit 4 Reihen Stacheldraht. So, inzwischen verwende ich den Vorzug zum Markieren von solchen Grenzsteinen im Feld und im Wald. Diese 1,50 Meter Kunststofffädel sind unten angespitzt. Aus Recyclingkunststoff gibt es hier beim Grube Forstversand. Vorher habe ich immer die Teeisen aus Metall genommen, früher, so vor 20, 30 Jahren, und habe die gesetzt, die auch. Was dauerhafter ist, weiß ich nicht. Also die Teeisen schlagen sich auch sehr schön ein. Der Vorteil ist nur beim Kunststofffall, falls der mal auf dem Acker jetzt in die Maschine kommt, was er ja gerade nicht soll, weil jeder den Fall in Ruhe lassen soll, dann gibt das da nicht so einen Schaden, wie wenn dies hier im Mähdrescher landet, der Metallpfahl. Das ist da eher ungünstig. Da gibt das dann vielleicht Stress mit dem Nachbarn. Dieser Kunststofffall, der raspelt halt nicht durch. Es gibt aber auch Grenzpunkt, da verschwindet der Kunststofffall immer wieder. Da habe ich so ein richtig dickes Eisen reingesetzt. Vielleicht regt das dann den Nachbarn an der Stelle im Acker an, den endlich mal in Ruhe zu lassen, den Flock. Da ist mir dann der Maschinenschaden zur Not auch recht, denn dafür ist ja der Fall da, dass man nicht jedes Mal mit dem Grubber drüber rüber rührt,
sondern dass man den auch stehen lässt, um zum Beispiel hier im Wald und auf dem Feld genauso natürlich die Grenzen auch mal 10 Jahre später erkennen zu können. Also das kann ich da nicht haben, wenn die immer weggerissen werden. Hier habe ich nach der Wende auch erlebt, also jetzt nicht genau an dieser Stelle, aber hier ganz in der Nähe, dass die Grenzsteine über Nacht 3, 4, 5 Meter versetzt waren. Frisch ausgegraben und wieder eingegraben. Da wusste ich auch, wer das war. Das war natürlich nicht so witzig, weil das so eine gewisse geistige und moralische Grundhaltung zeigt. Also so ein Grenzstein ist schon etwas im menschlichen Ermessen recht unumstößliches und sollte da auch stehen bleiben. Denn das hat ja nicht nur eine praktische Bedeutung, mein Wald, dein Wald, sondern auch eine historische, wie wir gerade gesehen haben, hier mit Preußen Braunschweig. Auch hier sehen wir wieder den Graben, den Grenzgraben, ganz schwach, aber wir stehen genau in der Mitte drin. Wenn man so ein bisschen Fantasie hat, sieht man hier so eine leichte Mulde, Grenzgraben. Hier hat man im Zeitalter des Sozialismus Lärchen gepflanzt. Das ist hier eine Pflanzung. Wenn die gewusst hätten damals, dass, also die hatten ja auch gute Fachleute, aber vom System her, wenn sie gewusst hätten, dass dieses Holz nachher wieder der Klassenfeind übernimmt, hätten sie das sicher nicht gemacht. Also das ist schon ein Zeichen, dass man in der politischen Führung von einem dauerhaften Fortbestand des Sozialismus ausging. Auch das kann man hier im Wald sehen. Und nicht damit gerechnet hat, dass das Modell DDR und Sozialismus vorübergehender Zustand ist. Sonst hätte man hier ganz sicher nicht gepflanzt. Ja, und was wir jetzt auch sehen, Lärchen haben wenig Konkurrenzkraft. Also diese Lärchen hier werden das hiebreife Alter nicht erreichen, weil das Laubholz sie vorher unterdrückt. Das Laubholz wächst schneller. Und deswegen werden also die Lärchen, wir haben ja schon einmal durchforstet mit dem Harvester, und die werden also das Erntealter nicht erreichen, die werden vorher als Industrieholz entnommen werden müssen, sonst gehen sie von alleine kaputt. So, wir sehen, die Lärchen sind schon abgängig. Hier war der Specht schon dran, so deutlich zu sehen. Der Schwarzspecht ist schon aufgekloppt, also die müssen dann bei Gelegenheit entnommen werden, sonst sind die wertlos. Oder man lässt sie stehen und fallen von Natur aus um, das ist die Alternative. Und dann wird das hier eben ein Laubwald, was hier auch die natürliche Form ist. Gassen haben wir hier schon mal angelegt mit dem Harvester, so vor 10 Jahren etwa. Aber die Naturführung ist halt schneller als die Lärchen.